Frau Rothenberg, wir exekutieren Wespen. Warum exekutieren wir keine Hunde? Wir exekutieren doch Hunde. Zu Zehntausenden in Laboratorien zum Beispiel. Wir exekutieren Hunde genauso wie andere Tiere. Wespen. Ist das eine ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man sagen könnte, dass auf jede exekutierte Wespe ein exekutierter Hund folgt? Ich sage, dass die Tiere, die fühlen und denken können, ja, auch ein Recht auf ihr Leben haben. Wenn ein haben. Schwein ein Krokodil wäre, würde es einen Menschen töten? Wenn es die Gelegenheit hat, in den meisten Fällen. Es gibt auch Fälle, sehen wo sie es nicht tun. Aber also, wenn ein Schwein ein Krokodil wäre, würde es einen Menschen töten? Es ist, spielt auch... Wenn Sie ein Krokodil wären, würden Sie morden? Wenn Sie ein Krokodil wären. Ja, das Krokodil ist von seiner ganzen Physiologie so ausgerichtet, dass es von tötet. Fleisch lebt. Ja. Welche Tiere und würden Sie als Krokodil töten? Einen Hund? Ja, was mir vor die Schnauze kommt. Alles. Also auch ein Mensch. Sie würden ja. als Krokodil also, einen Menschen ich, fressen. Ja, da sehe ich auch keinen, warum soll das Krokodil eine Wahl treffen? Aus dem Bewusstsein eines Krokodils, warum soll es schlimmer sein, einen Menschen zu essen? Oder eine kleine Gazelle. Weil ein Mensch im Gegensatz zur Gazelle Häuser bauen kann. Ach, aber zum Beispiel, mit Sicherheit bin ich dazu nicht in der Lage, ein Haus zu bauen. Aber das ist, weil Sie eine Frau sind. Ja, dafür gibt's, Bauarbeiter. Es gibt es Bauarbeiter. Mein Vater zum Beispiel. Einfache Leute. Ja, es gibt auch Bauingenieure dafür. Da müssen Leute ein hartes Studium absolvieren, die das können. Ja. Meine geistige Leistungsfähigkeit reicht auch nicht an einen Albert Einstein heran. Und wir ja. neigen dazu, uns immer an den großen Geistesgrößen unserer Art zu messen. Und ja. nicht an zum an Beispiel einem den, Huhn. Nicht zu, an einem ja, Huhn. Oder auch nicht an den, an Warum den, an den vielen wir uns nicht geistig an einem behinderten Huhn? Menschen, die. Ja. Deren geistige Leistungsfähigkeit oft noch nicht einmal dahin reicht, sich selbst versorgen zu können. Ja. Genauso wie wir uns vorstellen können, dass es alternativ ist, dass wir als Mann oder als Frau zur Welt kommen, dass wir als... Können wir auch als Tier auf die Welt kommen. Können wir genauso als Habicht auf die Welt ja. kommen oder als Hase oder als Luchs oder als Schwein auf die Welt kommen. Oder als Molch. Oder als Molch. Was würden wir dafür... Als Känguru. Oder als Känguru, ist auch im Grunde genommen egal. Was würden wir da... Ich bin davon überzeugt, und das ist auch Ihrer Arbeit zu verdanken, der Arbeit von Ihnen Tierschützern, dass das Tier humaner hingerichtet wird als der Mensch. Doch. Also, eine Giftspritze, die fünfmal angesetzt wird und der Delinquent fast verblutet, an Verätzungen, fast qualvoll stirbt. Sie brauchen das ist eine nichts, qualvollere Hinrichtung als eine Kuh, der man einen Bolzen zwischen die Augen legt und dann gibt es einen ja, Schuss. Seit, der verhallt in der Stille des und Raumes. Und auch der Bolzenschuss dann wird kurz getrauert. Getrauert? Und dann ist die Kuh nicht. Tot. Da wird, wir da wird haben gar kurz nicht getrauert. Das ist Rinder, als die werden ein Erhängen im Gefängnis in Stifferson. Es geht und ja auch an der Realität total vorbei. Wir haben heutzutage riesige Schlachthöfe. Dort arbeiten Akkordarbeiter aus dem Osten, die für weniger als einen Hungerlohn dort ja. im Akkord, das heißt so viel und die wie möglich gehen brutal abschlachten. Vor. Ja, aber wir wissen doch, wie der Mensch aus dem Osten ist, Frau Rothenberg. Das ist ja keine Überraschung, dass die Menschen aus dem Osten eher grobschlächtiger Natur sind. Ich spreche ja von uns im zivilisierten, schönen deutschen Land. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Und na, Sie sagten mir selber, dass die Menschen aus dem Ostblock ja, den nee, Tieren Sie, gegenüber Sie, ein anderes Verhalten an den Tag legen. Nein, da haben Sie das jetzt falsch ausgelegt. Schauen Sie, wie Saddam Hussein hingerichtet wurde. Man hat ihn beschimpft am Galgen. Ja, man so, hat ihm böse so, so, Worte so, zugerufen. So niemals das, würde so ich ein Schwein, wenn es davor ist, geschlachtet zu werden, beschimpfen. Niemals. Ja. Sondern ich bringe dem Schwein Würde und ja, Respekt entgegen. Aber da sehen Sie ja genau den großen Unterschied. Wir müssen einen Menschen beschimpfen und vor dem Tod noch verbal klein machen, ja, um und töten ein Tier zu können. Nicht. Bei einem Tier haben wir das gar nicht nötig. Ja, kann ja nicht jeder Clip sitzen. Gibt auch manchmal halt Clips, die sind nicht so gut geworden. Dann könnt ihr gleich hier weiter. Nächster wird besser. Oder was völlig anderes. Oder hier abonnieren. Ihr habt die Wahl. Ihr seid die User. Ihr seid das Internet.